so, ja, dies, das, keiner kann uns was und eine Sheets hören. Von da kennen sie mich ja noch und heute halt viel reflektierter, viel ruhiger, viel entspannter, viel offener über die Religion. Ich werde auch teilweise kritisiert für meine Ansichten. Ich kritisiere sie zurück, wir kritisieren uns untereinander. Keiner holt ein Messer raus, keiner sagt dem anderen Hund, keiner sagt dem anderen Ibn Kelb und dies und das. So etwas gibt es nicht mehr, Mann. Das ist vorbei, diese Zeiten. Das mache ich doch auch nicht. Es gibt oft, also es führt oft zu Streit, wenn man mit muslimischen Kollegen debattiert hat, ne? Und weil, hinter dem weil, Rücken, ach, das ist von der Monastik, ja. Ey, ganz das ehrlich, Kerkel, aber ja. Guck ganz mal, der ehrlich, hat gesagt, aber das ja. ist komplett normal, dass wenn ihr mit Muslim diskutiert und den Propheten als Pädophil beleidigt, dass er dann ausrastet. Was Okay, wie erwartet würdest ihr? du es denn Was nennen? erwartet ihr, wenn ihr nicht mal mit Respekt reden könnt und den Propheten beleidigt, erwartet ihr dann, dass man euch mit einem roten Teppich begrüßt? Wie würdest du es denn empfinden, wenn ein Mann kommt, ein über 50-Jähriger, und mit einer Aber er sechsjährigen hat Tochter? keine, er, schau mal, ihr versteht diese Sache falsch. Wo, nenn mir mal eine Quelle mit Interpretation und, beziehungsweise, welcher Gelehrter sagt das? Welcher Gelehrte erklärt diese Situation? Yusuf, wir zeigen, wir haben das jetzt schon tausendmal gezeigt. Keine Ahnung, wie oft gezeigt. Es gibt mindestens 40 oder 50 Hadithe, wo geschrieben steht, sogar Aisha selbst sagt sogar, das haben wir eben gelesen, dass er, der Prophet, mich selber geheiratet hat, als ich 7 Jahre alt war. Dann sagt ein anderer Suleiman oder 7 und dann sagt sie weiter und er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, als ich 9 Jahre alt war. Und das ist erlaubt laut Koran. Muslime dürfen Mädchen heiraten, die noch nicht ihre Tage haben, noch nicht ihre Menstruation. Das haben wir eben bewiesen. Warst du hier anwesend? Nein, also im Islam heiratet man jemanden, wenn diese Person in seiner Pubertät angekommen ist. Nein, es ist erlaubt, sich scheiden zu lassen von Frauen, die noch nicht ihre Tage haben. Das heißt, du hast die ja geheiratet und die Scheidungsfrist beträgt 3 Monate. Guck mal, wir reden gerade über was. Alle Gelehrten haben das schon zugegeben. Warum? Guck mal, hier kommen immer welche hoch, die dann lügen, Takia machen und sich dafür schämen. Eure Gelehrten schämen sich nicht dafür. Lasst uns diese Themen mal vergessen. Tamam, Bruder, vergesst doch nicht dafür. Es ist erlaubt. Vergessen wir es ist erlaubt. Tamam, vergessen wir dieses Thema, dann mache ich jetzt ein Thema auf, okay? Und du sagst mit ihr 6 Jahren Pubertät, das ist der Wahnsinn. Wann habe ich gesagt, dass man mit 6 in der Pubertät ist? Leg mir keine Wörter auf die Zunge. Ich habe gesagt, wenn jemand in der Pubertät ist, dann darf man sie islamisch aus islamischer Sicht heiraten. Leg mir keine Wörter auf die Zunge. Ja, aber sie war sechs, also war sie nicht in der Pubertät. Sie war noch nicht mal in der Pubertät, als er mit ihr geschlafen hat. Ich habe mich mit dieser Thematik nicht befasst, weil ich weiß, dass es ein Scheinargument ist und ich werde es auch nicht machen. Aber warte mal, machen wir mal ein Thema auf, wo ich das Wissen habe, ja? Dann ist es wenigstens... Yusuf, du hast überhaupt gar kein Wissen, ne? Und wir werden das jetzt nochmal beweisen. Bleib hier, hau nicht ab. Wir werden das jetzt nochmal beweisen. Wir sind gerne für dich hier da, bis die Sonne im Schlammwasser untergeht, laut Mohammed. Shalom Aleichem, ihr Lieben. Gottes Segen, lieber Bruder. Gottes Segen, mein lieber Bruder. Ich habe eine Frage, ganz kurz. an dem Yusuf. Ja? Yusuf, mein Lieber, wir reden ja so viel über Pubertät. Über was? An deine Stimme merke ich, wir reden hier gerade sehr viel über Pubertät. Und anhand deiner Stimme erkenne ich, dass du sehr jung bist. Bist du gerade auch in Pubertät? Ja. Wie alt bist du? Yusuf, wie alt bist du? Ich bin 16. Okay. Also da muss ich schon mal bitte gut halten. Bitte ab 18. Er ist raus, okay. Bitte ab 18. Danke, Bruder. Nee, also erst ab 18. Danke, Bruder. Das ich aber ich muss den Yusuf echt... ein bisschen Props geben, Leute. Ja. Mit 16 Jahren kennt er sich sehr, sehr gut aus in seiner Religion. Also ja, aber das kennt sich gar nicht. Kann ich kurz mal was dazu sagen? Ich war jünger als 16, ne, als ich so radikale Gedanken hatte und Kontakt hatte zu einigen, ja, salafistischen Zellen und so. Ne? Ja, genau, also da das muss man auch schon vorsichtig sein. Was hast du damit gemeint? Mit dem, wie war der Name wieder von 9/11 irgendwas? Ja, das war Marcel krass. Das ist, ich möchte den Bruder gar nicht diskreditieren. Ich kann ja auch mich mit irgendjemandem im Café treffen und 2 Jahre später fliegt er halt in einen Tower rein. Aber es ist halt so, die haben sich damals getroffen. Der Mohammed Atta war ja Flugingenieur, so wie ich das weiß. Er hat irgendwas studiert da in Hamburg. Und ja, dort halt in Hamburg.
Genau, und dort hat sich dann der halt eben mit dem Marcel Krass getroffen und ein paar Jahre später ist dann halt der Mohammed Atta in einen Turm reingeflogen. Dasselbe ist ja auch bei Abu Hamza, also bei Pierre Vogel passiert, ne? Der hat sich ja mit so einem Mädchen getroffen und 5 Jahre später hat er dann so einen Bundespolizisten in den Hals gestochen oder Desodok, ne? Mit dem hat er sich getroffen, da war der noch Schia und 4 Jahre später ist dann Desodok beim Daesh gelandet oder so, ne? Das ist schon heftig. Ja, hab ich auch gehört. Ich sag ja nicht, dass die Leute dafür verantwortlich sind, dass sie die manipuliert haben, aber diese Ideologie ist das Problem. Doch, doch, die wurden manipuliert, mein Lieber. Die wurden manipuliert. Albo Boss wollte hochkommen, jetzt ist er doch wieder runtergegangen. Albo Boss, du kannst trotzdem schicken. Eine Anfrage, dann nehmen wir mal den Murat Kavan hoch. Murat Kavan, was sagst du dazu, dass eben der Yusuf, ich meine, okay, er ist 16, er muss noch viel lernen, inshallah, aber. Und zwar in Sunan Abu Dawud 2121, lieber Murat, ohne dich anzugreifen, erstmal der Herr Jesus Christus segne dich, steht geschrieben: The Messenger of Allah, SAWS Radiostation aus Mekka, heiratete mich, als ich 7 Jahre alt war. Der Zitierer Suleiman sagte, oder 6. Also man weiß es nicht genau. Und er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, als ich 9 Jahre alt war. Audo billah. Also wenn das wirklich so ist, dann wirklich, also das geht nicht. Ja, hallo, guten Abend erstmal. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, erstens, Aisha war ja die Tochter von Abu Bakr. Genau, ja. Aisha bin Bakr. Und Abu Bakr war, wie alt war er? 50, 60 Jahre alt? Wie genau. Kann er eine 6-jährige Tochter haben? Damals haben die Leute mit 18, 19 geheiratet. Also kann ich nicht Murat. Später nochmal heiraten und ein Kind kriegen oder so? Nee, Murat, bitte, guck mal. Ich weiß nicht, ob es neue Hadithe gibt, wie zum Beispiel... Und noch etwas. Sahih Murat, warte kurz, du darfst aufgehen, auf jeden Fall. Ja. Aber warte, wir nennen dich jetzt Sahih Murat, bei allem Respekt. Du willst uns sagen... Männer können bis zum letzten Atemzug noch Kinder kriegen, sogar nach dem Tod, werden teilweise Soldaten noch hier die Spermien entnommen. Das ist heftig, was er hier sagt. Du willst uns sagen, dass der Imam Sunan Abu Dawud hier gelogen hat? Willst du uns das sagen? Willst du sagen, dass Aisha gelogen hat? Genau dazu wollte ich auch was sagen. Dazu wollte ich auch was sagen. Eine muslimische Frau würde niemals sagen, ja, er hat mit mir geheiratet, als ich 6 war und mit 9 Jahren... Das hat Aisha gesagt, Aisha, nicht eine muslimische Frau. Muslimin, die Mutter der Gläubigen hat das gesagt. Das ist doch Schwachsinn, Leute, schon wieder. Das war die Mutter der Gläubigen. Ja. Was erzählt ihr denn hier? Leute, guck mal, ich gehe gleich zum McDonald's und der an der Kasse sagt, du bist bei Burger King. Ey, das ist so ein Schwachsinn. Da steht das doch schwarz auf weiß. Mu'minin, die Mutter der Gläubigen, die dürft ihr nicht mehr anzweifeln, Mann, Junge. Sonst seid ihr Rawafid, Ablehner, Schia und so, ne? Bruder Arian, wir gehen gleich zum Beispiel Falafel essen. Du bestellst Falafel-Sandwich, ja? Und der Kellner kommt und öffnet den Sandwich und sagt, hier für dich hast du einen Big Mac. Was würdest du dann machen? Ich würd den fragen, ob das vegetarisch ist, Bruder, weil ich wollte Falafel essen. Bruder, ich kann nicht mehr, das ist wirklich, also ich kann das schon, ich bin immer noch hier. Aber es ist wirklich der Wahnsinn. Gibt es doch einfach zu, Leute, verlasst den Islam und vielleicht kann uns ein anderer dazu sagen. Folgt dem Herrn Jesus Christus. Amen. Guck mal, wir geben jetzt zum 844. Mal dem Elia eine Chance. Das ist mittlerweile unser bester Freund. Wahrscheinlich. Einen Moment, wir wollen erst die Begrüßung abschließen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ilir. Wa alaikum, du Kafir. Wa alaikum, du Kafir. So, auf geht's.
Guck mal, was, guck mal. Was hat wieso respektiert ihr uns nicht? Oh, ihr habt uns beleidigt. Ihr habt den Propheten pädophil genannt. Wieso habt ihr keinen Respekt? Nein, nein, das ist keine Beleidigung, weil Rebecca Bibel, aber weiter geht's. Habt ihr Argumente oder könnt ihr euch nur mit kleinen Kindern unterhalten? Ja, deswegen wir reden wir genug Argumente. Was deswegen wieso reden wir ja mal, wieso nehmt ihr mal welche hoch, die nicht so viel jetzt Ahnung haben oder so? Ich sage, nimm doch nicht hoch. Also, das ist keine Ahnung. Aber deswegen haben wir dich jetzt hochgenommen. Ja, dann los, auf geht's. Es geht ums Alter, oder? Deswegen wollen wir jetzt mit jemandem reden, der jetzt echt richtig Ahnung hat. Komm, erzähl uns was. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Ahnung habe. Ich habe gesagt, naja, du hast voll die Ahnung. Komm, erzähl. Ja, für euch reicht's noch, ich weiß, aber für euch reicht's noch. Auf geht's. Ilir, bevor du ausredest. Ja? Für dich reicht es auch gerade so, dass du hier live hochkommen kannst. Du hast nämlich 1048 Follower. Was? Gerade so. Okay, los geht's. Ilir. Sahih al-Ilir. Tamam. Ilir. Ich habe erstmal eine Frage. Und danach könnt ihr mir wieder Fragen stellen, okay? Ja, okay. Okay, Chef. Jesus, ne? Neue Testament ist doch Liebe, Friede. Oh. Ah, ja. Und komm auf. Nein, komm. Und danach könnt ihr mich fragen, was ihr wollt. Tamam. Jesus. Wartet. Lukas 19, 27. Diese, die nicht wollen, dass ich herrsche, bringt sie vor mir und schlachtet sie vor meinen Augen. Bruder Hamut. Wie könnt ihr denn an so einen Propheten glauben und so weiter und so fort? Wieso kommt ihr mit solchen Argumenten gegen den Islam? Wer hat das denn befohlen? Ilir, wer hat das befohlen? Jesus hat das befohlen. Und wo? In deiner Bibel. Bruder Arian, was wolltest du sagen? Bruder, kannst du ganz kurz selber diese Vers aufschlagen und mit deiner Übersetzung lesen? Entweder Lukas Elberfelder 19. oder Schlachter. Guck mal, ihr müsst nicht ablenken. Ihr wolltet Quellen, Lukas. Ja, wir schlagen den Vers doch auf, mein Bruder. Ilir, wir lenken überhaupt gar nicht ab. Wir wollen gerade die Bibel öffnen. Wir wollen das gerade beweisen. Christentum widerlegen. Wir sind alles stolze Ex-Christen und nennen uns jetzt hier, keine Ahnung was, Kufar TV oder so und machen jetzt hier ein bisschen Islamwerbung. Komm, ich lasse euch auch ausreden, weil ihr seid so, warte mal, 1, 2, 3, 4, ich bin alleine, aber für euch reicht es. Boah, ja, das ist voll die Massenschlägerei hier, das muss hier im Gleichstand sein, damit sich jeder eine Faust geben kann ins Gesicht. Nein, nein, hallo, du musst auf Jesus hören, wenn ich dich auf eine Wange haue, musst du die andere hinhalten. Ja, ich darf nicht, aber denke, du bist Christ. Okay, hör mal zu. Bist du hingekommen, um gegen uns zu gewinnen oder einfach nur zu reden? Nein, wenn du gewinnen willst, dann hast du schon gewonnen. Dann kannst du gehen. Ich möchte nicht gewinnen, ich bin für die Wahrheit. Und ihr vertret viele Verse Elia. Und könnt hier kleine Kinder manipulieren. Aber wenn Elia, ich bin respektlos, weil ich betitelt worden bin. Und auf den nettesten Gruß, den es quasi gibt, wurde mir mit dir auch geantwortet. Ich sag nicht, dass du ein Ungläubiger bist. Ey, du hast nur Käfer gesagt. Du bist ein Käfer, nicht ich. Sagt der Käfer. Ja, das ist meine Worte. Du dreckige Kerl. Das ist ja nichts Schlimmes. Käfer ist ja keine Beleidigung. Das heißt einfach nur einer, der die Wahrheit verdeckt. Sei ruhig, Käfer. Ich weiß, der Islam ist die Wahrheit, aber dass du das verdeckst, verstehst du? Guck mal, du redest richtig. Wir holen jetzt Verstärkung für dich. Du redest richtig respektlos. Dein Charakter. Du kriegst jetzt Verstärkung aus Mekka. Du kriegst jetzt Verstärkung aus Mekka. Und zwar von Abu Majin. Ist jetzt extra gekommen. Ganz gut. Ganz kurz, Elia, hör zu, wenn du nicht ganz schnell an deiner Art und Weise, wie du sprichst, nicht arbeitest hier in diesem Chat, dann fliegst du ganz schnell wieder runter, wenn du denkst, du kannst respektlos reden. Von wegen, ihr redet mit Kindern oder ihr Kufare oder was auch immer. Wir haben es nicht nötig, uns von so einem wie dir sowas sagen zu lassen. Entweder benimmst du dich anständig oder du gehst wieder runter. Wir müssen uns sowas nicht geben. Verstehst du das? Okay, los, holt noch zwei Leute raus hoch, weil ich debattiere mit euch allen. Weil ihr seid wirklich unwissend. Ihr habt keine Ahnung von eurer eigenen Bibel. Schmeiß dich raus. Bitte, Bruder, schmeiß dich raus. Nein, komm, lass mich drinnen, wenn ihr wahrhaftig... Schmeiß dich Kind raus, Bruder. Es hat noch nicht mal angefangen. Da bin ich mit Beleidigung. Jetzt können wir über Aishas Alter reden. Los. Sag noch einmal, was dumm ist.
Oder Ilir. Einmal was hat, und dann fliegst du runter. Ilir, wie alt war sie denn? Ilir, wie alt Aisha, war sie denn? Aisha, Ilir, bevor wir auf Lukas... Okay, lass mich antworten, wenn ihr ehrlich seid. Guck mal, ihr seid 5 Personen. Wenn ihr ehrlich seid, lass mich antworten. Guck mal, Aisha war 9 Jahre alt. Erstens das. Zweitens, wo ist denn das Problem? Bei was? Bei was 9? Bei was 9? Bei was 9? Bei was war sie 9? Sie war 9 Jahre alt und du sagst immer, wo sie Sex gehabt haben. Das steht nicht. Das steht verheiratet. Das steht verheiratet. Sie hat mit 9 geheiratet. Ich zeige dir jetzt. Ich zeige es dir jetzt. Du kannst mir zeigen, was du willst. Ich kenne alle Argumente. Immer nur zwei Leute reden. Lass mal alle auf Stumm machen, außer Bruder Harut und Ilya. Rebecca war nicht 3 Jahre alt. Das haben wir eben bewiesen. Ich gebe dir die Quellen. Willst du die Quellen? Mein Freund, ich habe es eben schon bewiesen, wir können erstmal Rebecca machen. Okay. Guck mal, ganz einfache Rechnung. Wie alt war denn Isaac, als Rebecca geboren wurde? Wie alt war er da? Ilir, wir machen es für dich. Nicht sehr gerne. Ablenken. Wir sind für dich da. Wir sind für dich da. Ja. Tag und Nacht. Und wir fliegen mit dir, mit Al-Burak, in alle 7 Himmel. Warte bitte. Okay, komm, auf geht's. Aber wir bleiben beim Thema. Werf nicht wieder 8 Argumente rein und 10 davon sind falsch. Bleib beim Thema. Pass auf. Wo ist denn der Bruder in Adam, der Abu Majir hin? Der schreibt hier in den Kommentaren, die Kuffar werden erniedrigt. Allahu Akbar. Also ihr habt mir ihr habt mir erstens nicht drauf geantwortet, dass Jesus sagt, wenn ich möchte, dass ich herrschte, bringt sie vor mir und schlachtet sie vor meinen Augen. Darauf habt ihr nicht geantwortet. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich, Ilir. Okay, und mit Rebecca 2 Jahre. Wir haben genug Datteln für alle. Warte bitte. Okay, alles klar. Die Ajwa-Datteln sind noch im Kühlschrank. Ja. Also. Ja. Hier wird geschrieben, dass Isaac zu Rebekka kommt, okay, um sie als Frau zu nehmen. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Ich kenne alle Argumente. Du willst sagen, sie hat jetzt die Kamele Wasser gegeben oder Milch gegeben, dass sie jetzt schon älter war. Ich habe eine Nichte. Junge, ey, mach mal deinen Mund zu, Junge. Hör doch ich zu. Ich kenne alle Argumente. Meine Nichte ist auch 3 Jahre und hat... Mach mal deinen Mund zu. Mach deinen Mund der zu. Der hat die Bibelstunde bei Hamdi, deswegen ist er jetzt so überheblich. Ja, Hamdi hat nicht die Bibelstunde. Ilir, warte doch einfach. Du darfst gleich... Mach doch einfach Mund zu, zuhören. Reden. Auf geht's. Ja, du darfst. Genau. Also, da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen am Abend zur Zeit, da die Jungfrau herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Ja. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaac bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahos des Bruder Abrahams war, und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen und eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf von diesem Brunnen. Du willst mir also sagen, dass eine Dreijährige
Wasser so, kann geschöpft ich jetzt hat, reden? Von einem mal, ich habe auch eine Nichte, und auf ihren Schultern getan hat. Milch, Milch geben. Das ist kein Dings. Die kann auch Krüge tragen. Ich habe eine Nichte, Junge, Junge, lass mich jetzt ausreden, wenn ihr ehrlich seid. Respekt gehabt, ja? Ihr werdet mich gleich ausreden. Du musst erst zuhören und wenn er sagt, jetzt kannst du an. Hier, warte. Ich kenne das, kenn das alles. Ich kenne das alles. Man wir werden den einfach rausgehen. Das ist doch viel zu blöd hier wieder. Ilir, warte kurz, Ilir, du darfst auch Alter, was für eine Nervensäge. Ja. Guck mal jetzt, Ilir, warte jetzt. Ja. Guck mal, Ilir, warte nochmal, wir gehen nochmal da rein. Guck mal, ich lese es für dich mit deinem Gehirn. Guck mal, ich lese es für dein Gehirn, okay? Sie war aber ein sehr schönes Mädchen und 3 Jahre alt und eine Jungfrau. Und kein Mann hatte sie erkannt. Siehst du, hier steht 3 Jahre alt. Hier. Hier steht 3 Jahre alt. Hier. Hier steht, dass sie 3 Jahre alt war. Und jetzt gehen wir, um dir zu beweisen, dass Aisha 6 Jahre alt war. Sunan Abu Dawud. 2121. Sahih Al-Albani. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Radiostation aus Mekka, heiratete mich, als ich 7 Jahre alt war. Suleiman sagte, oder 7. Yani so, egal eigentlich. 6 oder 7, spielt keine Rolle, ist eh erlaubt. Auf jeden Fall Kind. Er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, als ich 9 Jahre alt war. Das ist unauthentisch. Dieser Al-Albani, der hat keine Ahnung, Sunan Abu Dawud, das ist auch alles unauthentisch. Alles unauthentisch. Wir lehnen alles ab. Das sind die authentischsten Hadithen. Nein, Bruder, das sind doch nicht die authentischsten. Wie kommst du denn darauf? Das sind voll die Euro-Muslime waren das. Die hatten keine Ahnung von der Religion. Bruder, die waren Bruder, alle diese Shisha-Bar, ne? So wie sag, sag nicht so, sonst glauben die das. Manche glauben dir das, was du jetzt gerade sagst. Ehrlich jetzt? Ja, Bruder, es gibt manche, die nicht da hinten raus. Manche. Bruder Arian. Mhm. Siehst du, hier steht Daif. Ja. Daif. Sahi, Bruder, steht da. Authentisch, sehr stark. Authentisch. Arabisch kann man übersetzen. Sahi heißt authentisch. Hier schreibt einer Sahi Al-Bugatti. Nee, Al-Bulgari. Der war ja Bulgare, der Bulgari. Ach du Schreck. Ist ja kein Problem, aber... Mein lieber Bruder Harut, ja, bitte. Gibt es nicht einen anständigen, aufrichtigen Muslim, der hier drin ist, der einfach sachlich, respektvoll eine Konversation führen möchte? Versuchen wir es mal mit letzte Nummer. Letzte Nummer. Ich glaube, es lädt. Bei dem hängt es, glaube ich. Okay. Arian, darf ich mal fragen, wo du herkommst? Oder Otto. Hallo Otto. Ha? Hallo, aber ich bin kein Moslem, ich bin Christ. Und da okay, ich. Otto, wir wollen eigentlich. Ja, nee, Leute, also wirklich, weißt du was, das ist so ein Kampf wie Maus mit so Elefant. Weil egal, was du erzählst, entweder die Leute, also die Muslime selber werden irgendwo seine, nochmal, also seine Koran durchlesen und nochmal nachdenken, weil, weißt du was, auf Kraft soll man keine irgendwo schieben. Da soll man kein Muslim sagen, dass der Christ soll zu ihm gehen. Da soll jeder Mensch selber. Und wenn die das nicht raffen,
Also die Muslime, dass die Glaube oder sein Prophet wie unser Jesus hat immer dieses Gutes getan, immer Gutes, hat ab und zu geweint. Und dann, wenn du hörst, über was der Mohammed hat gemacht, mit den Kämpfen, mit die ganze so Scheiße, also und die Leute immer noch hinter ihm. Also ich sage dir die zweite Sache, auf unserer Welt ist der Teufel rausgelassen. Und dann, ich sage dir die, ach, weißt du, das ist schade zu reden, weil egal was ich sage, das wird wieder Leute kommen und sagen, oh, weißt du, ich am liebsten höre ich die Leute und wenn ich schon nichts mehr weiter will, dann gehe ich einfach raus. Einfach, weil da bringt gar nichts, weißt du? Und du guck mal, ja, bei unserer Glaube, Entschuldigung. Haben wir verstanden, mein Lieber. Entschuldigung, was ich will sagen. Okay. Wenn ich bin jetzt Christ und ich sage auch meine Familie, Papa, ich will nichts mehr Christ sein. Meinst du, ich krieg vom Papa irgendwo, was? Nein, okay, das ist deine Entscheidung. Da niemand mich irgendwo werfen wollte, ich muss keine Angst haben. Ich entscheide mich und das ist meine Sache. Und wie ist das bei Muslimen? Die müssen Angst haben? Oder irgendwo was in Berlin oder egal was, Tochter, beispielsweise Tochter hat irgendwo einen Christ kennengelernt, wollte mit ihm heiraten, da kommen die Brüder und töten sie? Was soll das? Ist so, mein Lieber. Ist so. Du hast vollkommen recht, mein Lieber. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst. Wir versuchen jetzt weiter Muslime in Gespräche zu ziehen, mein Lieber. Wir wünschen dir alles Gute. Ja, Gottes danke euch auch. Danke Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Und Gottes Segen, Otto. Möge der Herr dich segnen, Otto. Vielen lieben Dank für deine Aussagen, weil die stimmen zu 100%. Ja, genau. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Gottes Segen, mein Bruder. Der hat recht. Weißt du, warum? Ich kenne das ja aus dem privaten Umfeld, der Vater von meiner Frau, also der, ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, aber der hat auf jeden Fall gesagt, das Einzige, was ich als Kritik bekommen habe von ihrem leiblichen Vater, war ja nicht, dass du mir dann nach Syrien auswanderst, so, ne? So scherzhaft, humoristisch quasi ausgedrückt, aber jetzt wundere ich mich mal, wenn sie Muslima gewesen wäre, tunesische oder algerische oder marokkanische, nimm den, such dir aus welchem Land, wo du willst, Muslima, die dann sagt, Papa, ich habe einen Freund, der ist Christ, der hat mir ein bisschen seine Religion erklärt, das ist alles wunderbar da, die sind nicht so wie wir, die sind ein bisschen anders und so, aber die machen das schön, das gefällt mir, ich möchte kämpfen, ich heirate den jetzt auch. Also dann möchte ich mal sehen, was dann da abgeht, wenn dann die Muslime an ihren Eltern am Stammtisch einfach so quasi so sagt, ja, so und so ist es. Da geht's ab, Bruder. Also da wird es richtig Gewalt geben. Der Bruder wird auf sie einschlagen und sagen, ah, du bist eine Kafira, du bist eine, so wie die uns hier reinkommen und wa alaikum, ja Kafir und so, so würden ihre eigenen Geschwister behandeln. Das ist unfassbar. Ich begrüße erstmal den Sheikh. Ja. Sheikh. Ja. Was wir sagst hatten du? So mal Gespräch. Wir hatten so mal Gespräch. Du kennst mich ganz genau. Ich kenne dich bist nicht du, ganz du? Genau. Ich kenne dich natürlich über online. Ja, über und, online. Was möchtest du über das Thema sagen? Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich wollte nur was dazu sagen. Ich meine, also nur meine Meinung, wenn man mich eine Minute reden lässt. Ja, über jeder, was? Über was? Also, Christus oder Buddhist oder dies, das, aber wie man hier das macht, erstens, das ist respektlos und wenn man will, dass die Leute in Christus in eure Gemeinde. Hör mal zu, mein Lieber, hör mal zu, deine Meinung ist, bitte für dich behalten. Bitte reden. Deine Meinung für dich behalten, mein Lieber, weil wir wollen hier eine Debatte führen, wo wir mit Quellen okay. und Angaben uns austauschen, nicht mit Meinung. Ja, oder sorry. I am sorry, dann alles Gute. Kein gut. Problem, alles Gute, mein Lieber. Alles Gute, Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, Sheikh. Sheikh, das Ding ist, dass wir das Evangelium predigen und wir sagen ganz klar, in Johannes 3, im Evangelium, Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 3, dass ein Mensch von neu geboren werden muss. Und das geschieht durch die Predigt, durch das Wort Gottes. Und der Herr Jesus Christus sagt, dass er der einzige Weg ist, wie ein Mensch gerettet wird. Und wir nehmen uns hier die Zeit, nicht nur zu evangelisieren und die Menschen zu dem Herrn Jesus Christus einzuladen. Wir nehmen uns die Zeit und wir riskieren unser Leben, auch den Muslimen hier Antworten zu geben, die nicht mal ihr Sheikh oder ihm Imam geben würden, ja, damit sie von dieser Religion befreit werden, ja, und laden sie danach ein, den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Und die meisten, die hier Fragen stellen oder hochkommen, sind Muslime, ja. Und wie du gerade schon gesehen hast, die meisten lügen und sie dürfen uns anlügen. Wie zum Beispiel mit dem Thema, dass
Aisha, und das haben wir jetzt vor 2-3 Stunden schon geklärt, wo eine Schwester im Adam meinte, dass sie 19 gewesen ist, obwohl ich gerade mit ihr den Hadith durchgegangen bin. Also, von daher, schauen wir mehr, wer hochkommen möchte noch. Sahih Murad möchte noch was sagen. Ja, hallo. Hallo, mein lieber Gottes Segen. Hallo, grüß dich. Was Otto gesagt hat, da gebe ich Ihnen recht. Weißt du, hier die ganze Zeit diskutieren, das wird Murat, euch nicht Murat, tun. Wir möchten, dass guck mal, du lässt ja gar nicht aussprechen. Mein Lieber, wir sind Gott, nur da, Gott damit du recht. Gerettet Gott wirst, die damit Menschen du recht. Das ewige Leben, es geht um Gott deine will, Seele, ich, die wertvoll ist. Wir wollen, dass du gerettet bist. Du bist gerettet, ich bin nicht gerettet. Wir wollen, dass du nicht gerettet wirst, mein Lieber. Murat. Sag mal, wir sind möchten Muslime, nicht, dass du in die Hölle gehst. Muslime, keine Christen? Wieso versuchst du nicht, die Murat, Buddhisten zu retten? Wieso Murat, versuchst du nicht, die Juden, die Hindus zu retten? Ganz ehrlich, ich finde das von meiner persönlichen Antwort aus, dem der Satan eure Religion gefälscht hat. Ihr habt kein Problem mit einem Buddhisten. Ihr habt ein Problem mit einem, der... Hat mich versucht, zu manipulieren und nach Syrien zu schicken, Mann. Also bist du verrückt? Natürlich rede ich hier über Islamkritik, wenn Islam gerade das absolut am wachsendste hier ist in unserer Gesellschaft, ohne dass die Leute wissen, um was es sich wirklich um den authentischen Islam handelt. Nicht mal das, nicht mal deswegen, mein Lieber. Einfach, weil der Islam den unseren Gott beleidigt, indem er sagt, Jesus Christus ist nicht Gott, ist nicht Sohn, ist nicht gekreuzigt. Und deswegen klären wir auf gegen den Islam, weil der Islam uns angreift. Es ist nicht so, dass wir den Islam angreifen. Der Islam greift uns an. Ja. Und das ist die Wahrheit und wir nehmen uns hier die Zeit. Ja, wir predigen das Wort Gottes. Und ich habe hier noch nie einen Buddhisten oder einen Hindu hochkommen sehen, ja, der gesagt hat, dass Jesus nicht Gott ist, dass ihr Ungläubige seid. Buddhisten und Judisten wird auch nicht befohlen, Juden und Christen zu töten. Buddhisten und Juden wird auch nicht befohlen, eine 6-Jährige heiraten zu dürfen. Was möchtest du uns sagen? Ja, stimmt. Also, stimmt. Nur, mein Lieber. Ja, Bruder. Du bist Christ oder Muslim? Das ist die Frage. Ich weiß es selber nicht. Du bist noch auf der Suche, ne? Genau. Ich habe okay, ihm eben, Bruder Arjen, nur ganz kurz, er ist schon das zweite Mal hier heute. Ich habe ihm gesagt, du kannst gerne kommen. Er hatte ein Gespräch mit einem Pfarrer, ihm so ein wenig die Wahrheit gesagt hat, aber auch ein paar Sachen nicht beantworten konnte. Dann ist er zu einem Imam gegangen, der ihm auch eine Antwort gegeben hat, die halt der breite Weg war. Das heißt, er hat ihm gesagt, wenn die Juden Recht haben, dann werden die Muslime mit den Juden gleichzeitig ins Paradies gehen. Wenn die Christen Recht haben, dann werden die Muslime mit den Christen ins Paradies gehen. Und wenn die Muslime nur Recht haben, dann werden nur die Muslime reingehen. Und dann hat er so ein bisschen so sich erschrocken, ne? Und ich habe ihm dann erklärt, dass das leider der breite Weg ist und ihm auch ein paar Stellen gezeigt, wo Jesus Christus angebetet wurde und habe ihn auch gefragt, ob er den Herrn Jesus Christus jetzt annehmen will und er möchte sich das noch überlegen. Aber wenn du es machst, lieber Noah, du kannst es jederzeit zu Hause machen und es muss keiner mitbekommen. Du sagst, Herr Jesus Christus, ich habe heute gehört, dass du angebetet wurdest, dass du Gott bist. Der Islam wurde widerlegt. Musst du auch noch nicht mal erwähnen. Ganz einfach sagen, nur, Herr Jesus Christus, komm in mein Herz und nimm und ich möchte dich von ganzem Herzen annehmen als meinen Gott und Retter. Amen. Und ich danke dir, dass du all meine Sünden vergeben hast. Amen, Halleluja. Amen. Und nur, mein Lieber, ich kann dir sagen, jede Sekunde, wo du noch hier drin bist und das noch nicht gemacht hast, ist eine verlorene Sekunde. Wenn der Bruder Harut dir das schon gesagt hat, dann nichts wie los, zieh in dein Kämmerlein, mach die Tür hinter dir zu und geh auf die Knie und bitte den lebendigen Gott, sich dir zu offenbaren im Namen Jesu Christi, damit du umkehren und Buße tun kannst. Ne? Also du musst es sofort machen, warte nicht damit, mein Lieber. Genau das ist es, mein Bruder. Genau das ist es, Adrian. Du hast ja selber gerade gesagt, ich soll mich ja nur vor Gott auf die Knie fallen lassen. Verstehst du, was ich meine? Ja, richtig. Und genau das ist das, was ich machen will. Ich möchte mich jetzt,
ich möchte mich jetzt nicht, nur ein Beispiel, Jesus ist jetzt nicht Gott und ich knie mich dann nie vor Jesus. Verstehst du mich mal? Mhm. Und das ist dann nicht das Richtige. Pass auf. Du hast mich verstanden, ich wiederhole mich nochmal. Hör zu, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, geh auf die Knie und bitte Gott, sich dir zu offenbaren. Du kannst es sogar so machen, du kannst sogar sagen, lieber Gott, bitte offenbare dich mir. Und wenn dein heiliger Name Jesus Christus sein sollte, offenbare dich mir. Du sagst nicht, ich bete dich an, Jesus Christus, sondern du sagst, ich bete dich an, lieber Gott. Bitte offenbare dich mir, wenn dein Name Jesus Christus sein sollte. So, und damit hast du, auch wenn wir falsch liegen sollten, keine Sünde begangen, mein Lieber. Verstehst du? Du musst richtig verstehen, was wir sagen. Ja, ich habe schon verstanden. Und ich lese dir jetzt nochmal was vor, damit du erkennst, was das eigentlich für eine Gnade ist, was Gott für uns getan hat. Weil wir Menschen, wir würden niemals unser Kind töten oder opfern, damit irgendwelche Leute oder alle Leute, die dann daran glauben, Sündenvergebung haben. Wir sind Menschen, weil wir unser Kind lieben. Wem meinst du das Kind opfern? Gibt es sowas im Islam, oder? Nein, ich sage dir, wir alle Menschen, wir würden niemals, menschlich gesehen, unser eigenes Kind opfern, es sei denn, Gott sagt es. Abraham wurde ja unter diesem Test gestellt, seinen Sohn zu opfern. Ja? Und er hat diesen Test bestanden, er hätte es gemacht. Aber ich sage dir, wir Menschen, wir sind begrenzt, wir sind Sünder, wir würden auch Nein sagen. Wir sind jederzeit bereit, diese Prüfung auch nicht zu bestehen. Und jetzt stell dir vor, wie krass, also wie heftig hat Gott uns geliebt, dass er sich selbst hingegeben hat, ja, damit wir ewiges Leben haben. Und ich lese dir jetzt vor, in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Du musst von neu geboren werden, sagt der Herr Jesus Christus, den Herrn Jesus Christus als deinen Gott und Retter annehmen, von ganzem Herzen. Erkennen, dass du ein Sünder bist und nur durch den Herrn Jesus Christus ewiges Leben hast. Du musst ihn annehmen als deinen Gott und Retter, und dann hast du ewiges Leben. Dann hast du Heilsgewissheit. Und mein Bruder, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Eine Seite. Und ich lese mir durch, ja, während ich hier drin bin, lese ich mir die Bibel auch durch. Weißt du, was ich meine? Also beides, den Koran und die Bibel. Ich habe hier jetzt. Oder Arian, bist du nachher nochmal da, oder? Weil ich muss jetzt langsam fahren. Ja. Ja, Bruder. Okay, dann komme ich gleich nochmal zu dir, wenn du... Ja. Ich mache heute aber allerdings auch nicht so lange. Ich mache bis 12. Ah, okay. Und, Noah, ja, wenn Bruder, du möchtest, wir sind, also so Gott will... Bestimmt, ne, so Gott will, morgen nochmal da. Es kommt immer darauf an, was man macht, so, ne, mit der Familie und so. Ja, ja, ist ja klar, natürlich. Ich würde mich jetzt, ich bedanke mich, dass wir alle hier versammelt waren und evangelisieren durften, das Evangelium geben durften, Halleluja, von der Wiedergeburt erzählen durften, dass die Wiedergeburt, also der Glaube kommt durch die Predigt und die Wiedergeburt, ja, kommt durch das Wort Gottes. Wir, Amen, sind wiedergeboren
durch einen unvergänglichen Samen, der niemals vergessen wird. Ich war heute so lange dabei. Ich bin mir auch sicher, dass es, also ich glaube dir, oder ich glaube dir, also ich, morgen ist Sonntag, oder? Das ist die perfekte Zeit, um in die Kirche zu gehen. Du musst noch nicht mal in die Kirche gehen. Du kannst es zu Hause mit dem. Ich habe nur. Arian, woher kommst du eigentlich? Noah, warte kurz. Du musst noch nicht mal in die Kirche gehen. Wir haben jetzt bald Pfingsten. Und also Pfingstsonntag, Pfingstmontag. Das ist ja in Apostelgeschichte, wurde an Pfingsten vor über 2000 Jahren der Heilige Geist herabgesandt. Das heißt, die Menschen, die dort waren, haben zum allerersten Mal den Heiligen Geist empfangen. Und ich würde mich freuen, wenn du überlegst und dass du Klarschiff machst mit dem Herrn Jesus Christus und ihn einfach annimmst als deinen Gott und Retter. Wir können das auch jetzt machen, wenn du willst, aber du kannst es sehr gerne zu Hause in deinen eigenen vier Wänden machen. Ich bin bereit, das hier mit dir zu machen, jetzt sofort mit Arian, mit Adlerblick, mit euch allen. Eine Frage habe ich nur an den Arian, wegen seinem Namen. Woher kommst du, Bruder? Mein Lieber, ich bin auf jeden Fall kein Albaner. ich bin gebürtiger Perser, aber für mich spielt Herkunft überhaupt keine Rolle, weil ich habe hier keine bleibende Stadt, denn das Obige suche ich. Ja. Du warst ja auch Muslim, oder? Ich bin Ex-Muslim, genau. Du bist Ex-Muslim, okay. Wie gesagt, eine Sache habe ich und ich bin bereit, wirklich jetzt das Christentum anzunehmen. Ich wollte dir gerade... Dann hätte ich... Bruder, wisst ihr, wie das jetzt gerade in mir pulsiert und pocht? Das ist echt heftig, Mann. Ich bin gerade hier nebenbei die ganze Zeit am Rechner, aber ich habe den jetzt gerade erstmal ausgemacht. Das muss ich mir selbst geben. Mein lieber Noah, wir haben ein paar heilsentscheidende Fragen an dich und dann übergeben wir dich unseren lieben Gott, so dass wenn er in dein Herz sieht und du es ernst meinst, dass er dich erquicken kommt. Also du wirst jetzt nach diesem Gebet, was wir dann auch für dich machen, spüren, ja, dass Gott dich ruft, aber es hängt auch von dir ab, dass du dich bekehrst und Buße tust, damit du den Heiligen Geist empfangen kannst. Mein Bruder, glaub mir, ich mache Buße allein schon jetzt, dass ich auf der Suche bin. Das ist Buße genug für mich. Sind noch Muslime hier drin? Ja, oder? Ich sehe gerade, die schreiben. Es ist eine Frage an beiden Seiten. Die Muslime und das Christentum. Also, dürfen wir dich jetzt... Sieht am besten aus. Ganz kleinen Moment. Harut, du kennst dich am besten aus, so wie ich jetzt hier mitbekommen habe, ja? Ja, nur. Stell noch deine Frage und dann, wenn du möchtest, können wir dann einfach mit dir gemeinsam, beten, dass du den Herrn Jesus Christus annimmst. Stell noch deine Frage. Ja. Das ist ein... Halleluja. Gleich will auch ein Mensch aus einem islamischen Gebet gleich zum Christen. Adlerblick, ich habe dich gerade gar nicht gehört. Nur? Ich habe gesagt, Halleluja. Habe ich wieder nicht verstanden. Ich habe gesagt, Halleluja, Bruder. Das ist so wie, das ist halt so ein Anfang. Okay. Nur, wenn du möchtest, machen wir das hier zusammen und... Der wird die ganze Zeit angerufen, Einer aus dem Chat hat gerade geschrieben, ich rufe dich an. Und ich glaube, der hat mit jemandem Kontakt, der ihn die ganze Zeit anruft und ihn davon abhalten will, den Christentum anzunehmen. Ich meine, im Endeffekt, es ist ja seine freie Entscheidung. Er soll es ja nicht bitter aus Emotionen heraus machen, aber das, was er gerade gesagt hat, ist ja sich für den Herrn interessiert. Meine Tochter ist, wir haben die getauft, die ist katholisch. Das habe ich mit einem Jahr schon gemacht, weil meine Frau selber katholisch ist. Also es ist nicht so, dass ich mich gar nicht fürs Christentum interessiere. Natürlich interessiere ich mich fürs Christentum. Ja. Aber der Islam ist ja, wie Harut schon gesagt hat, so am Wachsen. Da stellt man sich auch Fragen, da macht man sich auch schlau und möchte nicht alles von den Medien nehmen. Weißt du, was ich meine? Richtig, mein Lieber. Aber ich verspreche dir... Nur eine einzige Sache, was ich gerade... habe ich gelesen, ja, die Bibel. Aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Noah, hörst du mich? Wenn du mal kurz Zeit hast.
Nur eine kurze. Ich glaube, der sucht gerade was. Der sucht gerade was in seinem Handy. Ja, der sucht was. Lass uns nur eine. Ah, jetzt, yes, yes, yes. Sorry. Nur. Ich möchte dich einfach aufrichtig fragen. Glaubst du, dass du ein Sünder bist vor Gott? Dass ich kein Sünder bin, jetzt. In diesem Moment, natürlich bin ich ein Sünder. Wir sind alle Sünder. Genau. Menschen sind Sünder. Amen. Und Halleluja. Du bist näher als Sünder. So krass. Glaubst du aufrichtig von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus Fleisch geworden ist? Nochmal. Glaubst du, dass der Herr Jesus Christus Mensch geworden ist? Und dass er der Sohn Gottes ist? Guck mal, ich sag mal so, wenn ich kreiere, ja, sei es AI, so Roboter oder was weiß ich was, natürlich ist es dann in den Form mein Kind. Mhm. Aber ich frage dich jetzt, und zwar möchte ich mit dir weitergehen, wenn du glaubst, und du kannst gerne ja sagen, dass er Gott also, Mensch ist. Sag mal so, lieber Bruder Harut. Für dich gesprochen. Also, ja, warte, das sind entweder ja du, oder nein Fragen. No. Nee, also von ganzem Herzen. Glaubst du, dass der Herr Jesus Christus Mensch geworden ist und möchtest du ihn annehmen, weil er für dich ans Kreuz gegangen ist? Aus Liebe zu dir, aus Gnade zu dir, für dich am Kreuz gestorben ist. Denn der Herr sagt, allen, die ihn annahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und ich möchte dich von ganzem Herzen fragen, möchtest du den Herrn Jesus Christus als deinen Gott und Retter annehmen? Ja, mein Bruder. Amen. Gott Amen. Segne dich, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus segne dich. Wenn du das von ganzem Herzen gesagt hast und den Herrn Jesus Christus angenommen hast als Gott und Retter, bist du jetzt ein Kind Gottes und all deine Sünden sind dir jetzt vergeben und du kannst dir sicher sein, wir sind jetzt Brüdern und Geschwistern im Glauben, waren wir schon vorher in der Menschheit, aber auch jetzt im Glauben. Und Gott hat zu dir gesagt, dass er nicht mehr an deine Sünden gedenken wird, denn er hat für dich am Kreuz bezahlt und alle seine Sünden auf dich genommen. Und er möchte jetzt, dass du ihm von ganzem Herzen folgst und er wird dich verändern, mein Lieber. Lies die Bibel, hab Gemeinschaft mit Christen, mit uns und in deiner wow. Umgebung. Ich muss ehrlich sagen, mein Bruder, mir ist gerade so irgendwie, ich fühle mich irgendwie gerade sehr, sehr traurig. Das, ne? Das ist echt heftig. Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil das fühle ich doch auch gerade. Ich glaube, das fühlt gerade jeder Christ, der dir gerade zuschaut. Das ist so heftig. Ich habe gerade Tränen verloren. Das ist einfach ja, krass. Also, ich fühle mich gerade ein bisschen so wie ohne den Herrn. Genau, als würde ich. Ich bin kein Mann, der leicht traurig wird. Lass mal so sagen. Ich bin kein Mann, der leicht traurig wird, aber das hat mich jetzt ein bisschen traurig gemacht, alles. Der Herr ist für unsere Sünden gestorben, mein Bruder. Natürlich macht das einen traurig, aber auch stolz gleichermaßen. Weil guck mal, wie er uns geliebt hat. Er kennt uns perfekt. Er weiß ganz genau, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere schlechten Gedanken sind und so. Und trotzdem ist er für uns ans Kreuz gegangen. Trotzdem hat er sich für uns dieses Leid auf sich genommen. Und dieses Leid, was wir jeden Tag geben. Warte mal. Ich habe gerade wirklich am ganzen Körper Gänsehaut, muss ich euch ehrlich sagen. Bruder, ich auch. Was soll ich sagen? Gott liebt dich. Gott liebt uns. Gott möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und Bruder Arian, ich würde mich freuen, wenn du auch nochmal vielleicht einen Psalm oder eine schöne Stelle für ihn vorliest. Ja, und also einfach. Dann rein. Ich nehme. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Ja, also wir sind hier alle Zeugen geworden, dass er sich zu dem Herrn Jesus Christus bekannt hat. Ja, wir sind Zeugen. Er hat sich zu dem Herrn Jesus Christus bekannt. Dazu gehören allerdings noch einige Schritte, um vollwertiger, versiegelter Christ zu werden mit dem Heiligen Geist. Weil du willst ja auch den Heiligen Geist empfangen. Ne? Du bist erwählt. Du bist von Gott erwählt. Gott hat sich für dich hingegeben. Er ist für dich auch am dritten Tag auferstanden und hat den Tod besiegt. Der Himmel jubelt gerade, wenn du es aus tiefstem Herzen ernst meinst. Dazu gehört natürlich auch wirklich die Umkehr. Ne? Das heißt, du musst ab heute musst du mit deinem alten Leben brechen, abschließen, absterben
und dich schnellstmöglich auch taufen, ne, im Namen Jesu Christi, damit du auch der Welt bezeugst, dass du auch an den Herrn Jesus Christus wirklich glaubst und ab da an auch ein neues Leben lebst, weil du bei der Taufe auch im alten Mensch abstirbst und für den Herrn Jesus Christus lebst. Und mit der Taufe natürlich lässt du auch deine Sünden reinwaschen und lässt du auch den Heiligen Geist versiegeln, ne? Weil der Heilige Geist, wenn du den empfängst, musst du den auch versiegeln, ne? Und um den zu empfangen, musst du dich erst natürlich innerlich bekehren. Das heißt, alle deine Schuld vor Gott bringen und Vergebung bitten. Du musst wissen, die ist vergeben, du musst es halt nur noch vor Gott bringen. Und abschließen damit. Und Gott ein Eid geben, dass du sein Knecht sein möchtest. Und ich verspreche dir, dass du den Heiligen Geist empfangen wirst. Und es wird dir wirklich wahrlich, wahrlich von Gott selber bezeugt werden, dass du sein Kind Gottes bist. Und das nennen wir dann Christen Heilsgewissheit. Und das wird die realste Erfahrung sein, die du jemals erleben wirst. Du wirst Schmetterlinge im Bauch haben, du wirst fliegen. Ich meine, du hast jetzt schon eine Freude im Bauch, aber mein lieber Bruder, du wirst dann eine echte Freude haben, eine viel größere Freude, wenn der Heilige Geist in dich kehrt. Ja? Und dazu gehört natürlich auch die Glaubenstaufe. Als Spruch würde ich dir gerne heute vom Apostel Paulus mitgeben. Eine Sekunde. Man hört dich nicht so gut, Bruder. Hört man mich jetzt? Ja. Jetzt? Du kannst gerne was vorlesen. Ja, ich suche es gerade für ihn raus, nur eine Sekunde. Siehe, das Alte ist vergangen. So, darum, ich lese vor, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Mein Lieber, Amen. Ich wünsche Amen. Dir und alles Gute auf deinem Glaubensweg. Und wenn du noch Hilfe brauchst, Fragen hast, frag den Bruder Harut, frag mich. Mach auf jeden Fall. Ne? Ja, nur bitte nicht falsch verstehen, was der Bruder eben meinte. Also das Heil, die Errettung ist nur davon abhängig durch die Gnade. Das heißt, Gott sagt im Epheserbrief, nur aus Gnade seid ihr errettet. Amen. Ja, und nicht aus Werken. Das heißt, die Taufe wird dich nicht erretten oder irgendwie dich zu einem besseren Menschen machen. Das ist nur symbolisch gemeint, dass du vor der ganzen Welt bezeugst, dass du halt dass du zu Jesus Christus gehörst. Dass du ein Kind Gottes bist, was du ja auch eben bezeugt hast. Du hast ihn angenommen, du bist ein Kind Gottes, dir ist diese Last von der Schulter gefallen. Du bist jetzt ein Kind Gottes und hast Sündenvergebung empfangen. Und die Taufe bezeugt einfach vor der ganzen Welt oder vor den Geschwistern, vor den Engeln, vor Gott, dass du symbolisch, genauso wie Jesus Christus, gestorben und auferstanden bist. Und so möchte ich euch alle segnen, euch danken, meine Lieben, dich segnen. Wir sind gerne für dich da. Und es war ein langer Stream. Ich bin auch müde. Ich danke euch allen. Adlerblick, Noah, mein lieber Bruder, Arian. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Euch. Gottes Segen. Wirklich. Noah, willkommen im Glauben. Herrn Jesus Christus. Vielen lieben Dank. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Lass uns die Knie beugen Amen. Und täglich in der Bibel lesen, um in der Weisheit und in der Liebe und in der Gnade zu wachsen und ihm zu dienen. Gott segne euch, meine Lieben. Amen. Und der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ja, ich kann die Die machen live, so wie wir es machen. Nicht mal versteckt.